Und das erreichen sie durch die Platzhalterdebatte, durch die Marginalisierte zu Bittstellenden gemacht werden. Bedeutet, man sagt nicht mehr, queere Menschen haben keinen Anspruch, also queere Menschen sollten nicht gleichberechtigt sein oder queere Menschen gibt es nicht oder sollte es nicht geben oder sowas sagt man nicht mehr, sondern man sagt, queere Menschen haben keinen moralisch verbrieften universalistischen Anspruch auf ihre Rechte. Sie können höchstens darum diese Rechte erbeten. Also, niemand sagt, dass queere Menschen andere Rechte haben sollten als normale Menschen. Niemand sagt das. Denkt sich hier irgendwo, oder es gibt einige, keine Ahnung, Islamisten, Rechtsextreme vielleicht, die sagen, okay, wir sollten, Homosexualität ist eine Sünde und das sollte verboten sein. Aber kein normal denkender Mensch sagt das. Auch wenn du eine AfD nachfragst, wird das keiner sagen. Auch dort will man das nicht kriminalisieren. Also, das ist einfach ein Strohmann. Also worum geht es den Anti-Woken? Also damit schließt ja auch ja alle Linken ein, die diese Degenerationserscheinung, die uns hier live präsentiert wird, auch ablehnen. Dadurch, dass sie nur noch erbeten können, bedeutet das, wir können sie ablehnen. Und wenn sie diese Grenze überschreiten und ihre Rechte doch fordern, sagen wir, sie sind woke. Und dann können Nein, die fordern nicht ihre Rechte. Die fordern Privilegien. Die fordern nicht ihre Rechte. Ihre Rechte haben sie nämlich. Wenn wir diese Forderung, die sie formulieren, also queere Menschen ist das eine Beispiel, das eine Gruppe innerhalb der linken diskriminierten Gruppen. Dadurch, dass wir sagen, die können, dürfen ihre Rechte nicht einfordern, weil dann sind sie woke, gehen wir sozusagen durch die Hintertür rein und sagen, ihr habt eigentlich gar keinen Anspruch darauf. Und dann können wir Fortschritt in der Gesellschaft, Veränderung in der Gesellschaft verändern, ohne uns hinstellen zu müssen und offen queerfeindlich zu sein. Wir können das sozusagen indirekt machen. Das ist der Kern. Imp und Outlaw und Nutschmied waren ja gerade im Chat. Ich glaube, ihr gehört laut Neitern auch zu den Anti-Walken. Ihr könnt ja mal schreiben. Wollt ihr, dass queere Menschen weniger Rechte haben als normale? Könnt ihr ja jetzt ja mal offen zugeben, dass ihr eigentlich nur Homosexuelle hasst. Ich kriege gerade mitgeteilt von Seppi TV, dass Marcellus Wallace seinen Kanal gerettet hat. Das freut mich sehr. Also seinen YouTube-Kanal meinst du, oder? Ich gucke gleich mal auf YouTube, ob das stimmt, aber das würde mich freuen, wenn er das geschafft hat. Also Marcellus Wallace ist, wer das nicht mitbekommen hat, auch Opfer der Cancel Culture geworden. Sein Kanal hat drei Strikes gehabt und ist gesperrt worden oder wäre gesperrt gewesen. Ich gucke gleich nochmal auf YouTube. Aber laut Seppi ist das jetzt anscheinend nicht mehr der Fall. Ein Strike ist weg, das freut mich. Das freut mich. Tivokismus. Jetzt möchte ich als nächstes kurz darauf eingehen, wie wird denn dieser gesellschaftliche Diskurs geführt über den Antivokismus? Wie findet dieser gesellschaftliche Diskurs statt? Dazu müssen wir erstmal uns angucken, welche Gruppen gibt es? Wie gesagt, stark vereinfachtes Modell. Inwiefern nutzen diese Gruppen diesen Anti-Woke-Code als Mittel gegen linke, antidiskriminierende Gesellschaftspolitik? Also zu sagen, Möglichkeit 1 wird abgelehnt, bitte werde zu unterwürfigen Bittstellern. Und welche Allianzen gibt es? Und was kann man dagegen tun? Modell der gesellschaftlichen Hauptströmung. Da gibt es erstmal die Rechtsextremen. Die Rechtsextremen bestimmen den Diskurs. Sie bestimmen, also nenn mir ein großes deutsches Medium, was in der Hand von Rechtsextremen ist. Nenn mir einen rechtsextremen Rundfunkintendanten. Irgendwen, der Macht hat und der solche Debatten setzt. Es gibt keinen rechtsextremen Akteur unter den gesellschaftlichen Eliten, der das vorantreiben könnte. Gibt es einfach nicht. Also Nathan denkt sich hier, er denkt sich hier einen politischen Akteur aus, den es in der Realität nicht gibt. Indem sie die Platzhalterdebatte weiter vorantreiben. Sie haben sich die Platzhalterdebatte, den Kulturkampf ausgedacht, tragen ihn in die Gesellschaft und hoffen, dass er sich in der Gesellschaft verbreitet. Sie wollen keine Unterordnung der Marginalisierten, wie sie in der Platzhalterdebatte suggerieren, sondern die Vernichtung der Bittstellenden. Also die Rechtsextremen verfolgen eigentlich ein ganz anderes Ziel, weil sie eigentlich auch einen universalistischen Ansatz verfolgen. Dieser universalistische Ansatz ist allerdings unbegründet. Also sie haben keine guten Argumente für ihren universalistischen Ansatz. Aber sie glauben, dass es, und damit ist es eigentlich kein legitimer universalistischer Ansatz, weil sie keine Argumente haben. Sie glauben aber fest daran, dass es eben diese Rechte, die aus irgendwie Nationalität und Rasse und so weiter erwachsen, dass es sie eben nun mal gibt. Das glauben sie. Und deswegen möchten sie nicht, dass sich Marginalisierte, wie sie in der Platzhalterdebatte oder im Kulturkampf suggerieren, unterordnen sollen, sondern sie möchten sie in Wahrheit vernichten.
Sie streben eine faschistische Diktatur an und sie streben eine völkische Reinheit an. Sie wollen einen Kapitalismus, dessen Wohltaten exklusiv. Wie gesagt, das Nathan deckt sich ja ein Akteur auf. Es gibt diese Hauptströmung nicht. Wie gesagt, es gibt Rechtsextreme, aber die sind keine gesellschaftlich relevante Gruppe. Die haben großen Medienkonzern, die haben nichts in ihrer Hand, nichts. So, wie sollen die den Diskurs prägen? Dem Volk vorbehalten sind, Wohltaten, Anführungsstrichen, und sie möchten... mich würde mal ein Beispiel interessieren. Nenn mir doch mal einen rechtsextremen Verlag oder einen rechtsextremen Autoren, der wirklich eine große Reichweite hat und entsprechend und damit den Diskurs in seine Richtung vorantreiben kann und der dann auch von Mainstream-Medien aufgegriffen wird. Nenn mir doch mal einen. Also wenn Nathan hier drauf reagieren sollte. Ich meine, auf die ganzen Argumente, die er gerade eingebracht hat, würde er dann eh nicht eingehen. Das ignoriert er ja bei seinen Reaktionen immer. Aber er kann ja mal diese Frage beantworten. Nenn mir einen Rechtsextremen, einen großen rechtsextremen Verleger oder Autoren, der wirklich Medienkonzerne in seiner Hand hat, der ein Millionenpublikum oder sagen wir ein Publikum von einigen hunderttausend Menschen erreicht und der dann auch in den normalen Medien, Spiegelzeit, FAZ, Tagesschau, bei Welt-TV, bei sonst wo, also in normalen Fernsehsendern aufgegriffen wird. Nenn mir diesen Autor. Ich kann dir zig Woke-Autoren nennen. Zig Woke-Satiriker, die Regierungspropaganda verbreiten. Ich kann dir zig Funkkanäle sagen, die das machen. Aber Rechtsextreme fallen mir jetzt auf Anhieb nicht ein, die diese Reichweite haben. Grundrechte und wirtschaftliche Sicherheit exklusiv für das Volk. Also klar, es gibt welche. Es gibt auch welche, die Videos in sozialen Netzwerken veröffentlichen, die da sicherlich eine Followerschaft haben, gibt es. Aber das sind alles Randerscheinungen. Das ist nicht... Also da ist diese wokistische Twitch-Blase um Dekadent und Shoyuka viel, viel größer. Und auch viel, viel relevanter und viel, viel besser mit dem Mainstream vernetzt. Als es irgendein Rechtsextremer, also wie gesagt, selbst wenn wir da jetzt die Reichsweitenstärksten nehmen würden, hier sein könnte. Dann gibt es konservative Rechte. Konservative Rechte vertreten die Inhalte der Platzhalterdebatte selbst. Also, wie gesagt, Rechtsextreme initiieren die Platzhalterdebatte, wollen aber eigentlich die marginalisierten Gruppen vernichten. Konservative Rechte vertreten die Inhalte der Platzhalterdebatte selbst. Das heißt, sie sagen, sie haben kein Problem per se, indem sie diese Menschen töten möchten oder deportieren möchten. Sie möchten einfach nur keine Veränderung und sie möchten nichts von deren Problemen hören. Deswegen nutzen sie die Platzhalterdebatte auf unterschiedliche Art und Weise, um den Diskurs zu unterdrücken. Sie möchten Hierarchien erhalten. Ich glaube, das ist relativ einfach. Hier kritisiert er dann Parteien wie die CDU. Wollen Menschen nicht umbringen. Also wie gesagt, hier denkt er sich jetzt mal keinen Akteur aus. Halt real existierenden Akteur, der aber trotzdem ganz, ganz böse ist. In der Platzhalterdebatte nimmt man da eine Kompromissposition ein. Die Hierarchien sollen erhalten bleiben, aber ein bisschen flacher werden. Das Normale als moralisch guter Standard wird zumindest zur Diskussion zugelassen. Es gibt zwischen diesen woken Opfergruppen und der normalen Bevölkerung meist keine Hierarchien. Also auch ein Homosexueller kann Topmanager Konzern führen. Auch ein trans, non-binär, sonst was Ens kann beispielsweise einen sehr, sehr gut bezahlten Job kriegen, kann beispielsweise Schauspieler werden. Da sogar Vorteile, weil es Quoten für solche Leute gibt. Also die Woke-Ideologie, die hat ja die Gesellschaft schon insoweit infiltriert, dass diese Menschen in einigen Bereichen sogar mittlerweile Quoten haben, Vorteile haben und besser vorankommen als die Normalbevölkerung. Eben weil die Woke-Ideologie hier schon vorangekommen ist. Also die relevante Hierarchie, die wir haben, ist die zwischen Kapital und Arbeit. Und die zwischen verschiedenen Nationalstaaten. Vielleicht, das liegt ja daran, dass es manchen Nationalstaaten ökonomisch sehr viel besser geht als anderen. Aber es gibt keine Hierarchie zwischen den meisten angeblich marginalisierten Gruppen und der normalen Gesellschaft. Zulassen, es wird zur Diskussion zugelassen, also dass man darüber redet, ist in Ordnung. Durch relativistischen Glauben sollen alle Argumente als legitim akzeptiert werden. Der Kompromiss ist das oberste Ziel. Also, das ist sehr wichtig. Linksliberale sehen den Kompromiss als tatsächliches Ziel ihrer politischen Bestrebung. Sie lehnen die Ziele der Rechtsextremen aber ab. Die wollen Demokratie erhalten und stellen das kapitalistische System in Teilen in Frage. Sie wollen jedoch keine wirkliche Veränderung, sondern soziale Marktwirtschaft. Das heißt, sie wollen den Kapitalismus... Dumm ist das eigentlich. Also
wenn du soziale Marktwirtschaft willst und das System erhalten willst, dann stellst du es nicht in Teilen in Frage. Gott. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also das widerspricht sich ja schon in sich. Muss so ein bisschen so ein Paketten anlegen und so, ne? Kompromiss. Sie sind in Teilen für Menschenrechte, nicht vollumfänglich. Sie sind offen für bittstellende Zugeständnisse, aber auch gelegentlich für universalistische Forderungen. Diese bleiben aber oft Lippenbekenntnisse aufgrund des Platzhalterkompromisses. Das heißt, sie sind öfter mal offen für antidiskriminierende Forderungen der Linken, aber die bleiben dann halt häufig mal einfach nur Lippenbekenntnisse, dass sie eigentlich sagen, ja, eigentlich habt ihr recht, aber wir müssen halt den Kompromiss suchen, und dann hat man halt wieder eine verwässerte Zielvorstellung, die Linksliberalen dann formulieren. Und dann gibt es halt Linke, ne? Sie lehnen die Platzhalterdebatte der Rechtsextremen ab und bekämpfen sie. Sie möchten die Hierarchie. Okay, das sind jetzt die Wokisten, also die Gruppe, zu der Neitan auch gehört. Wenn er Linke sagt, dann meint er Wokisten. Ich bin gespannt. Ach, stimmt, wir kommen bald zum BSW. Mir gesagt, da würden wir ab Minute 51 oder so hinkommen. Das wird bestimmt gleich interessant. Aufbrechen. Der Status quo wird als schlecht erkannt, abgelehnt und soll grundlegend geändert werden. Antidiskriminierende Forderungen werden selbst formuliert und unterstützt. Der Kompromiss ist niemals Ziel, sondern höchstens ein Zwischenschritt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja? Dass man Kompromisse höchstens als Zwischenschritt zum eigentlich universalistisch-moralisch verbrieften Ziel versteht. Da komme ich aber später noch dazu, warum das so ist bei Linken. Die Ziele der Rechtsextremen werden erkannt und bekämpft. Eine Demokratie mündiger und verantwortungsvoller Menschen wird als Ideal angestrebt. Das kapitalistische System wird als antidemokratisch erkannt und abgelehnt. Ja? Also Linke sind konsequent gegen Kapitalismus, weil sie verstanden haben, dass es dem Ideal entgegensteht. Was? Also, dazu einige Dinge. Okay, nicht alle Linken sind Antikapitalisten, aber das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Linke viel heterogener ist. Zum Zweiten, die Wokisten sind keine Antikapitalisten, das sind Neoliberale. Leute wie Neitan verbünden sich mit CERN, um Kritiker wegzucanceln. Leute wie Neitan, also die machen Werbung für Parteien, die neoliberale Politik machen. Also Leute wie Neitan, die stellen sich auf die Seite des imperialistischen Blocks, der den Neoliberalismus global, vor allem durch Institutionen wie den IWF, am stärksten im globalen Süden durchgesetzt hat. Also wo steht denn Neitan bei der aktuellen Konfrontation BRICS-Staaten gegen den NATO-Block? Auf Seiten des NATO-Blocks. Er will, dass die USA beispielsweise durch Wirtschaftskriege gegen Länder wie Russland ihre Machtposition noch weiter stärken. Also das ist doch hier deren Position. Was meine ich mit mündige, verantwortungsvolle Menschen? Damit meine ich, dass Menschen sich informieren, dass Menschen tatsächlich Argumente verstehen und aushandeln und dass sie akzeptieren, dass sie Verantwortung übernehmen müssen für ihr Handeln. Und bei Neitan fallen mir tatsächlich nicht so viele schöne Zitate ein wie bei Dara. Ich wollte gerade bei Neitan was bringen, aber Dara ist ja auch der Beste. Er wurde gefragt, ob er lieber Christian Lindner und Sarah Wagenknecht. Also, ja, natürlich Sarah Wagenknecht. Natürlich Christian Lindner. Also Sarah Wagenknecht, die schwurbelt ja nur rum. Die setzt sich halt für die Interessen der einfachen Leute ein. Da wähle ich lieber einen Hardcore-Neoliberalen wie Christian Lindner. Also diese Wokisten, die sind vielleicht jetzt nicht in ihren ideologischen Lippenbekenntnissen, die sie abgeben, aber in der realen Politik, in den realen Bündnissen, die sie schmieden, auf Seite der Neoliberalen. Das kann man schon ziemlich eindeutig sagen. Und Verantwortung, wir erinnern uns, entsteht dann, wenn man Antidiskriminierung nicht nur erbittet, sondern fordert. Dann bedeutet das, dass diejenigen, die diese Forderung ablehnen, wenn sie moralisch begründet ist, eine Verantwortung haben. Und diese Verantwortung bedeutet dann Konsequenzen. Sie vertreten uneingeschränkt Menschenrechte und eine offene Gesellschaft ohne Diskriminierung. Hier haben wir wieder die Utopie, in der identitäre Politik überhaupt nicht mehr nötig wäre. Und sie sind für Empowerment und das Einfordern der Rechte für marginalisierte Gruppen. Jetzt gibt es eine Querfront in der Gesellschaft. Und diese Querfront, diesen Begriff Querfront, benutze ich jetzt ein bisschen anders, als man den sonst versteht. Sonst versteht man darunter ja einfach eine Allianz zwischen Linken und Rechten. Ich habe es ein bisschen, also eine Allianz, die quasi willentlich passiert, geplant passiert. Ich glaube, es gibt auch eine Querfront, die indirekt passiert und wo die gesellschaftlichen Gruppen Allianzen eingehen, ohne wirklich drüber nachzudenken.
Und zwar bilden rechtsextreme, konservative Rechte und Linksliberale eine direkte oder auch indirekte Querfront. Was sie eint, der moralische Relativismus. Darauf baut auch ihre neoliberale Ideologie auf. Ne? Also ich als Individuum im Neoliberalismus muss schauen, dass ich für mich das meiste raushole, weil es gibt ja keinen universalistischen Ansatz, der irgendwie eine Art von Solidarität oder Verantwortung suggerieren würde. Das heißt, für moralischer Relativismus ist für ein neoliberales System perfekt. Ich kann einfach sagen, so meine Meinung ist eine Meinung von vielen und diese Meinung muss ich jetzt irgendwie versuchen zu verkaufen den anderen. Und dann haben wir so eine Gesellschaft von Individuen, die alle ihre Ellbogen ausfahren und versuchen, sich irgendwie durchzusetzen. Außerdem eint sie die Platzhalterdebatte. Rechtsextreme initiieren sie, um ihre eigentlichen Ziele sagbarer zu machen. Konservative verfolgen die Ziele der Platzhalterdebatte tatsächlich. Wie gesagt, Platzhalterdebatte ist das gleiche wie Kulturkampf. Linksliberale sehen in der Platzhalterdebatte legitime Kompromisse. Resultate der Platzhalterdebatte sind dann zum Beispiel solche Tropes wie Linke machen Rechte. Also durch linke Forderung, durch moralischen Anspruch und das Ausformulieren des moralischen Anspruchs. Danke Seppi TV für das Abo, aber diese Konstruktion irgendeiner vermeintlichen Querfront. Also was hat das mit der Realität zu tun? Also die Wokisten führen einen absurden Kulturkampf und wer das kritisiert, der gehört zu einer Querfront, weil er diese vollkommen bescheuerte Ideologie sowie diese vollkommen verquere Moral nicht teilt. Also das sagt Nathan hier. Sie jetzt... Man sollte aber nicht den Fehler machen, die USA mit dem Establishment zu verwechseln. Manche glauben gar, dass wir ein Teil... Okay, das ist wieder das Zitat, was du häufiger bringst von David... Ja, das hast du ja schon einige Male geschrieben. Den Status quo einfordern und dann immer wieder regressive Elemente einstreuen, die Debatte öffnen für ihre regressiven Forderungen. Das heißt, sie wollen nur scheinbar eine Erhaltung des Status quo. In Wahrheit möchten sie, also Rechtsextreme sind halt hochgradig unehrlich in der Debatte, was auch ein Grund ist, warum man nicht mit ihnen reden sollte. Ne? Das Interview mit Maximilian Krah hat das wieder in aller Deutlichkeit gezeigt. Rechtsextreme sind hochgradig unehrlich in der Debatte, weil es Gesamtgesellschaft nicht mehr akzeptiert ist, dass sie ihre Forderungen offen formulieren. Konservative möchten den Status quo, der mit der Platzhalterdebatte gefordert wird, erhalten. Und Linksliberale möchten am System grundsätzlich nichts ändern und werden daher lieber mit rechten Ideen Kompromisse eingehen als mit linken. Jedenfalls derzeit. Wir müssen daran dringend was ändern. Je stärker die Platzhalterdebatte von rechts geführt wird, desto weiter rücken sie daher selbst nach rechts. Also Rechte machen Rechte. Das ist tatsächlich die Realität. Und das erzeugt ein neues Phänomen, nämlich konservative Linke, wie beispielsweise... ISW, dazu kommen wir jetzt gleich. Endlich. Kommen wir nochmal zum letzten Punkt. Ja, auch Quatsch. Also, dass jeder, der diesen Wokismus ablehnt, der gehört zu einer Art Querfront, weil er halt diese absurde Ideologie ablehnt. Also, ich hoffe, ihr habt die Absurdität dieser Argumentation verstanden. Also, stellt euch mal vor, irgendein radikaler Islamist, also jetzt wirklich radikal, so mag Osama bin Laden. Also wirklich, wir müssen Dschihad machen, scheißegal, wenn auch Zivilisten dabei sterben, auch Attentate auf zivile Ziele, völlig okay. Und der würde sehen, okay, der Großteil der islamischen Welt, der ist gegen mich. Findet es wohl nicht so gut, dass ich hier Zivilisten umbringe. Auch sonst, meine Ideologie hat jetzt nicht so den Unterschied. Woran könnte das liegen? Das liegt daran, dass der Großteil der islamischen Welt aus eigentlichen Ungläubigen gehört, die einen Querfront mit den verdammten Kreuzfahrern bilden. Daran muss es liegen. Also es könnte nicht daran liegen, dass meine Ideologie völlig radikal und absurd ist und auf vielen Prämissen beruht, die sich auch aus dem Islam nicht so einfach ableiten lassen. Aber nein, das liegt daran, dass alle anderen einfach zu einer Art Querfront gehören, die sich nur gegen mich richtet und das müssen wir bekämpfen. Kalifat jetzt, genau. Mehr Kreuzfahrerstaaten, so hießen die westlichen Staaten in der Sprache der Al-Qaida. Also George Bush hat diese Propaganda der Al-Qaida noch bestätigt, indem er dann gegen einen Kreuzzug gegen den Terror gesprochen hat. Also es war auch die Rhetorik der USA, dass man sich in einem Kreuzzug befinde.